Sul Sul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu meinen ersten Einblicken vom neuen Gameplay-Pack Die Sims 4 Elternfreuden, was heute Abend um 19 Uhr erscheint. Das Ganze könnt ihr dann in Origin kaufen für 19,99 €, glaube ich. Und ihr braucht natürlich das Die Sims 4 Grundspiel. Ja, leider etwas verspätet aufgrund von einem Krankheitsfall meinerseits. Ich möchte mich aber nochmal bei EA bedanken, die mir eben das Spiel schon zur Verfügung gestellt haben und die Möglichkeit gegeben haben, etwas früher reinzuschauen. Und ich möchte mir jetzt ganz speziell mit euch den Creative Sim Mode anschauen. Und in den nächsten Tagen werden dann auch noch die Sachen aus dem Baumodus folgen und natürlich auch Gameplay. Wie ich das jetzt mit dem Baumodus genau mache, muss ich mal noch schauen. Das ist immer relativ viel Arbeit, vielleicht integriere ich das so ein bisschen ins Gameplay, dass ich das so mir in der ersten Folge noch ein bisschen anschaue. Da könnt ihr ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das am liebsten wäre und dann schaue ich einfach mal, dass ich das so mache, wie es für euch am angenehmsten ist. So, entwickle Erziehungsfähigkeiten. Erhöhe die Erziehungsfähigkeit deiner Sims, damit sie den Bedürfnissen ihrer Kinder gerecht werden und Einfluss auf deren Verhalten nehmen können. Das finde ich persönlich schon mal sehr interessant, dass Eltern nicht sofort perfekt geboren werden und das auch erstmal lernen müssen. Denn sind wir mal ehrlich, jeder muss erst in seine Rolle reinwachsen, was auch immer er denn machen möchte. Und auch Eltern wissen nicht direkt immer, was perfekt ist. Und das finde ich super, dass Sims sich da auch erstmal reinfinden müssen. Erlebe neue Familienaktivitäten. Nimm mit der ganzen Familie an neuen Aktivitäten teil. Sims jeden Alters arbeiten zusammen, um Schulprojekte abzuschließen, ihre Kreativität mit Bausteinen zum Ausdruck zu bringen oder ehrenamtlich für einen guten Zweck einzutreten. Da persönlich muss ich ja sagen, bin ich ganz besonders auf die Schulprojekte gespannt. Da hat man ja auch schon das ein oder andere in dem Trailer zugesehen und das wird für mich persönlich, glaube ich, richtig interessant dazu zu gucken. Da freue ich mich schon am meisten drauf, muss ich ehrlich sagen, von diesen Sachen. Beeinflusse die Kindheit deiner Sims. Die von dir getroffenen Entscheidungen haben Auswirkungen auf die Erziehung deiner Sims und beeinflussen nachhaltig die Zukunft der Kinder. Jede Entscheidung wirkt sich auf deren Persönlichkeit und Merkmale sowie die Familienbeziehungen aus. Auch dazu hat man schon das ein oder andere gesehen, dass ein Sim zum Beispiel auch Manieren lernen kann, alles, jede einzelne Charaktereigenschaft, die ja bestraft oder belohnt werden kann, kann sich ins Negative oder ins Positive entwickeln, je nachdem, was man denn mit seinem Sim-Kind vorhat. Und man kann auch einem Kind tatsächlich, wenn es sich daneben benommen hat, Dinge verbieten und auswählen, zum Beispiel zwischen Fernsehverbot, Zimmerarrest, Computerverbot und so weiter und so fort. Und gestalte deinen Haushalt. Gestalte das Aussehen und das Haus deiner Sims mit neuer Mode und neuen Bauobjekten. Verleihe den Kinderzimmern noch mehr Persönlichkeit und lass deine Sims ihre sportliche oder künstlerische Seite mit neuen Outfits zum Ausdruck bringen. Ja, und da sind wir quasi direkt beim Thema, denn, wie gesagt, wir schauen morgen in den Baumodus rein und jetzt als erstes ein Einblick in den Creative Sim. Ich bin gespannt. So, und dann gucken wir uns doch auch direkt mal an, was es gibt. Es ist das ein oder andere für Kleinkinder reingekommen, tatsächlich auch. Klar, natürlich, die gehören auch zu Elternfreuden dazu, wenngleich sich, glaube ich, der erziehungstechnische Aspekt dann doch mehr auf die Kinder und auf die Teenager bezieht. Aber dazu möchte ich und kann ich mir noch kein genaueres Urteil erlauben. Dazu gehe ich noch tatsächlich mit zu wenig Vorkenntnissen da rein. Wir haben einige wirklich schöne Outfits, muss ich sagen. Natürlich auch teilweise wieder Outfits, die sich Jungs und Mädels teilen. Wir können ja sowieso die Trennung nach Geschlechtern aufteilen. Ich liebe diesen Avocado, Orangen, Ananas, Erdbeer, Bär, Bär. Ich finde das Kostüm einfach super. Das hier zum Beispiel, das T-Shirt, das war eines der Teile, die sich Jungs und Mädels teilen. Wir haben generell in diesem Pack ja wirklich eher Sachen für die jüngeren Generationen, die natürlich auch die Erwachsenen anziehen können, die aber, finde ich persönlich, bei den jüngeren Sims wirklich besser wirken, vom ganzen Stil her, vom optischen her. Relativ viel Buntes, viel Verspieltes auch. Wir haben hier auch das ein oder andere Sportliche. Ich muss sagen, wirklich viele Klamotten. Ich muss sagen, es sind wirklich sehr viele Klamotten geworden. Für die Mädels haben wir hier diese ja, Gummischlappen noch. Manche kennen sie vielleicht, sowas Ähnliches. Gibt es für kleine Kinder auch, wenn man am Strand langläuft, dass man nicht in Muscheln tritt. Es gibt Rasterzöpfchen neue.
Frisuren mit Blümchen oder auch ohne. Natürlich die Pickel, wo ich es ein bisschen schade finde, dass sie nicht wie damals in Sims 2 zufällig erscheinen, sondern dass sie als Gesichtsmaske, nenne ich es mal, eingestellt werden müssen. Das hätte ich schöner gefunden, wenn sie zufällig erscheinen und man sie nicht im Create a Sim hinzufügen muss. Wir haben auch 4 neue Frisuren bei den Frauen, beziehungsweise 3 neue Frisuren, wo wir bei dieser Kurzhaarfrisur wirklich sehr, sehr viele verschiedene Farbverläufe haben, die dann auch zu den etwas aufsässigeren Sims passen könnten, die mal ein bisschen was Eigenes ausprobieren wollen und nicht eben immer den gewohnten Gang gehen möchten. Finde ich auch sehr schön für die turbulenteren Teenager-Zeiten und auch hier wieder einiges an Oberteilen. Dieses eine Longsleeve, was wir gleich noch sehen, teilen sich Frauen und Herren gleichermaßen. Die können das beide tragen. Aber auch viel von den Farben oder vom Stil her, was sehr gut zu den jüngeren Sims passt. Finde ich aber auch eigentlich wirklich gut, denn klar, natürlich, die Erwachsenen sind bei Elternfreuden natürlich angesprochen. Aber trotz des Namens geht es natürlich auch großteils hier um die jüngeren Sims, die ja eine mehr oder weniger gute Erziehung genießen sollen. Ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber ich finde, dass wir im Vergleich zu anderen Packs, die wir schon hatten, sehr, sehr viele verschiedene Kleidungen haben. Hier bei den Jungs haben wir übrigens auch nochmal diese Rasterzöpfe. Hier allerdings diesmal ohne Blumen. Also wir haben sehr, sehr viele verschiedene Dinge zum Anziehen, die man auch wirklich gut kombinieren kann. Sie sind nicht zu krass von den Farben her, wie in manch anderem Pack, zu spezifisch, zu speziell, dass man Schwierigkeiten hat, sie zu kombinieren. Also man kann hier eigentlich wirklich bei jedem Teil gut sagen, jo, das kann dazu passen, das passt dazu, das passt dazu. Also wirklich eine sehr, sehr gute, gelungene Mischung, muss ich wirklich diesmal sagen. Also ich kann mich da wirklich absolut überhaupt gar nicht beschweren. Ihr könnt mir ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was so eure Einschätzung ist, was eure Meinung ist zu den Dingen, die es hier so gibt. Bei den Herren haben wir hier die eher etwas konservative Frisur. Die ist tatsächlich dann wirklich mehr für den Papa gedacht, finde ich persönlich. Ja gut, wenn du vielleicht den perfekten Teenager hast, der immer auf alles hört, da passt die Frisur auch ganz gut. Und neue Bärte haben wir tatsächlich mal. Angedeutete Bärte, so 3-Tage-Bärte. Wir haben hier einmal einen angedeuteten Vollbart, könnte man sagen, und eben diesen Oberlippenbart. Nein, also ich muss wirklich sagen, für mich ein sehr, sehr positives Pack. Auch hier die Oberteile bei den Männern gefallen mir sehr, sehr gut. Ich bin wirklich begeistert, muss ich sagen. Also wenn der Baumodus genauso viel hergibt und verspricht wie der Create a Sim-Mode bislang, dann bin ich allein schon von diesen beiden Aspekten mega happy mit dem Spiel. Und da ist dann das Gameplay-mäßige noch gar nicht drin. Also mir persönlich gefallen die Sachen aus dem Create a Sim bei diesem Pack tatsächlich besser als bei vielen anderen Packs, die wir schon gesehen haben. Wie gesagt, ich finde einfach, dass sie deutlich vielseitiger sind als in so manch anderem Pack, was wir schon gesehen haben. Gut, bis auf den Avocado-Bär, aber das Kostüm ist einfach super und das gibt es auch durchweg für jede Altersklasse und für beide Geschlechter. Ich finde es wirklich klasse. Auch bei den Herren, die sind diesmal nicht zu kurz gekommen. Endlich auch für die richtig schöne Auswahl. Ich kann eigentlich wirklich an dieser Stelle mal nur mein Kompliment aussprechen und einen Daumen nach oben geben. Aber jetzt ist es an euch, eure Meinung mal in die Kommentare zu schreiben. Hat euch der Create a Sim bislang schon überzeugt? Oder seid ihr noch so ein bisschen skeptisch? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und dann sehen wir uns als nächstes. Ja, so ein bisschen, da kommt drauf an, was ihr sehen möchtet, ob ich die Gegenstände, die Möbel im Gameplay zeige oder wie auch immer. Das ist dann so ein bisschen eure Wahl. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Macht's gut!